Im Spitzenspiel der heute für morgen erste Liga trafen die beiden besten Frühjahrsmannschaften in der Untersberg Arena aufeinander. Der SV Scholz-Grödig empfing den KSV 1919 und wollte endlich den ersten Sieg gegen die Steirer in der laufenden Meisterschaft feiern. Der SV Scholz-Grödig ist ja neuer Tabellenführer und wir wollten von den Fans vor dem Spiel wissen, ob die Mannschaft von Adi Hütter auch Meister wird. Ja, selbstverständlich. Gerade wenn man sich angeschaut hat, wo wir angefangen haben im Herbst, da haben unsere Jungs schon wahnsinnig gekämpft und jetzt über den Winter sind sie mit so viel Energie wieder rausgekommen auf dem Platz. Also da sollte nichts mehr schief gehen. Also ich glaube schon. Also möglich ist alles. Sicher? Blöde Frage. Ganz sicher. Grödig, ganz sicher Meister. Wir werden Meister. Es gibt nur eine Meister in Österreich und in Salzburg, das ist Grödig. Natürlich, sowieso. Aufgrund der Gelbsperre von Cabrera ist Trainer Adi Hütter gezwungen, die Abwehr umzustellen und so feiert Fabian Hafner sein Debüt in der Startformation. Schiedsrichter Walter Altmann leitete die Partie vor 1000 Zusehern, in der die Gäste den besseren Start erwischten. Freistoß Kapfenberg, standfest und der Kopfball von Micic geht nur knapp daneben. Eine erste Warnung für die Grödiger Mannschaft. Den ersten Eckball in dieser Partie haben die Hausherren. Stefan Lexer mit der Hereingabe, aber kein Problem für die sehr gute Abwehr der Steirer. 11 Minuten sind gespielt, eine gute Aktion der Gäste. Schöner Lochpass auf Standfest, der bringt den Ball ideal zur Mitte und aus der Drehung heraus erzielt Elsneck die zu diesem Zeitpunkt verdiente 1:0-Führung für den KSV. Die Mannschaft rund um Trainer Schmidt ist ja im Frühjahr noch ungeschlagen und geht auch in der Untersberg Arena 1:0 in Führung. Trainer Adi Hütter natürlich nicht zufrieden, doch es dauert bis zur 33. Spielminute bis zur ersten wirklich guten Aktion der Hausherren. Zündel auf Wittefen, der lässt an der Strafraumgrenze den Ball abtropfen. Stefan Nutz bedient Salomon, aber sein Schuss trifft Wittefen und nicht das Tor. Damit geht es in die Halbzeit mit dem 0:1. Adi Hütter reagiert auf den Rückstand und bringt Tridina für Nutz. Doch die erste Chance in der zweiten Halbzeit haben wieder die Gäste. Patrick Wolf erkämpft sich den Ball, Schiedsrichter Altmann sieht hier keinen Grund, ein Foul zu pfeifen und seinen scharfen, aber nicht platzierten Schuss bändigt Fendt auf Raten. Grödig wird stärker und drängt jetzt auf den Ausgleich. Gutes Zusammenspiel von Lukas Schubert mit Lexer, der spielt auf Wittefen, doch aus spitzem Winkel geht der Ball klar über das Tor. 64. Spielminute, Flanke von Thomas Zündel und Wittefen erzielt den vermeintlichen Ausgleichstreffer, der aber von Schiedsrichter Altmann nicht gegeben wird, weil Schubert, wie in der Zeitlupe deutlich zu sehen ist, Verteidiger Otter klar fault. So bleibt es bei der 1:0-Führung der Gäste. Wir sind bereits in der 91. Minute. Eckball. Der Ball kommt zu Zündel und der wird klar gefault, doch der Schiedsrichter entscheidet hier nicht auf Strafstoß. Zündel lässt seinen Zorn am Assistenten aus und erhält dafür die gelb-rote Karte. Nochmal drängt Grödig auf den Ausgleich. 93 Minuten sind gespielt, Flanke Salomon und Schlussmann Luxe rettet mit toller Abwehr den Gästen das 1:0. Grödig, trotz Niederlage punktegleich Zweiter, der Meistertitel noch immer realistisch und Sektionsleiter Christian Haas optimistisch. Ich glaube, der Verein ist schon bereit. Wir wissen ganz klar, sollten wir in die erste Bundesliga aufsteigen, muss sich einiges ändern. Wir müssen auch klar, das Stadion müssen wir größer machen. Wir müssen schauen, Parkplätze, dass wir mehr kriegen. Die Zufahrt müssen wir schauen. Es gibt auch schon Gespräche mit der Gemeinde. Also wir sind da schon in sehr, sehr guten Gesprächen. Und ich glaube, wenn alle an den Strang ziehen, dann ist es möglich, dass der SV Grödig in der ersten Bundesliga spielen kann. Natürlich können wir als Verein nicht bis zum 24. Mai warten, sondern wir müssen jetzt schauen, okay, was müssen wir wirklich machen, wenn wir aufsteigen sollten. Und um diesem Ziel wieder einen Schritt näher zu kommen, müssen bei den nächsten zwei Auswärtsspielen wohl 6 Punkte eingefahren werden.